Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte erst noch mal beginnen mit Herrn Oellers, weil da ist mir so ein paar Sachen aufgefallen. Eine kleine Richtigstellung: Die Koalition ist nicht unionsgeführt. Die SPD-Fraktion wird immer noch von einem Sozialdemokraten geführt, und das ist auch gut so. Die Regierung ist vielleicht unionsgeführt, weil die Kanzlerin von der Union gestellt wird, aber nicht die Koalition. Da denke ich, reden wir doch auf gleicher Augenhöhe. Ich finde, das Thema Befristung verdient durchaus eine differenzierte Betrachtung. Was gar nicht geht, das sind Fälle, wie ich sie auch bei mir im Wahlkreis erlebt habe, dass ein Mitarbeiter des Landkreises 14 Jahre lang dort beschäftigt war, aber nicht unbefristet, sondern mit 16 befristeten Verträgen. Und diese Verträge hatten auch alle Sachgründe. Mal als Vertretung, mal war es eine Haushaltsbefristung. Diese Form von Kettenbefristung, das sage ich ganz deutlich, halte ich im öffentlichen Dienst für völlig unangebracht und falsch. Und da sind wir einer Meinung, Daueraufgaben im öffentlichen Dienst müssen auch mit unbefristet beschäftigten Angestellten erfüllt werden. Langfristiger Bedarf, und da zähle ich auch Springer dazu, sind kein Grund für eine Befristung. Mit seinem Urteil hat das Bundesarbeitsgericht 2012 übrigens schon den Weg zur Wende bereitet. Das verlangte nämlich in seiner Entscheidung, dass eine umfassende Missbrauchskontrolle bei Befristungen auch unter Einbeziehung der Zahl und der Gesamtdauer der geschlossenen befristeten Arbeitsverträge zu erfolgen hat. Oder anders ausgedrückt, auch wenn für die einzelnen Befristungen Sachgründe vorliegen, sind 16 Verträge in 14 Jahren eine deutliche Sprache. Das ist nämlich Missbrauch. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir diese klugen Urteile des Bundesarbeitsgerichtes auch endlich in der Gesetzgebung umsetzen. Und wenn ich schon bei Gesetzgebung bin, fällt mir noch glatt ein, dass wir auch im Koalitionsvertrag das Thema gute Arbeit vereinbart haben. Nämlich auch da haben wir vereinbart, den Missbrauch bei Leiharbeit und Werkverträgen zu beenden. Und deswegen fordere ich Sie hier an dieser Stelle auch mal ausdrücklich auf, endlich diese Blockadehaltung, die Sie da eingenommen haben, aufzugeben. Wenn ich aber zur Befristung zurückkomme, ich sehe gerade, meine Zeit ist schon überschritten, deswegen kann ich den zweiten Teil gar nicht mehr erzählen. Aber ich glaube, was man vielleicht noch mal schauen müsste: Der öffentliche Dienst leistet wichtige Arbeit für die Menschen in unserem Land. Der kann nicht rein betriebswirtschaftlich betrachtet werden. Andererseits darf er auch nicht das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausschmeißen. Da ist ein Ausgleich, eine differenzierte Betrachtung nötig. Differenziert betrachten, aber Missbrauch bekämpfen. Das ist unser Motto als Sozialdemokraten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Paschke. Ihre Zeit ist nicht überschritten, sondern nur Ihre Redezeit. Jetzt abschließender Redner in dieser Debatte ist der Kollege Bernd Rützel für die SPD.